Innsbruck ab. Innerhalb weniger Jahre gingen alle Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfach zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Da können wir aufatmen. Du sagst, ich soll nochmal zu ihnen hochgehen. Oh Gott, Entschuldigung. Uiuiui. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen. Ich habe eine Leiterin zum Makroreaktor. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth. Falls etwas passiert. Was ist tiefer? Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Tatsache. Ich habe zwei Soldaten, Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Cool. Es ist zu gefährlich. Lass mich nicht. Ah, wir hatten doch vorhin irgendwie letztes Mal. Oh, wo waren das? Irgend so ein Reaktor hat eine Rückblende gehabt. Da war sie doch auch mit ihrem Hut. Hatte nicht Sephiroth ihren Vater getötet? War das nicht so? Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Tifa, kannst du auch für mich fragen? Ja, ne? War das so? Bei dieser Rückblende. Bitte lächeln. Prima, danke schön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Oha. Oder ein Makroreaktor gebaut. Ach du Scheiße. Die kalte Bergluft von Nibel war die gleiche. Ab hier wird schwer, mir nach. Krasse Sache. Oh, die Brücke. Ach, hey. Also er haut gar schon Schaden raus, ne? Scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden. Die Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch so. Oh, Level 50 ist der. Was hat denn der für Dinge hier drin? Wiederbeleben, Genesung, Erde, alle, Blitze, Kälte, alle, Gewitter, alle. Jetzt die
Jetzt schon das dritte Mal jetzt gefurzt. Oh, dieser Hund, ey. Was ist das? Ja, was ist das? Eine geheimnisvolle leuchtende Höhle. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Das muss die Marco-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Marco gebaut. Aha. Eigentlich brauche ich ja selber gar nicht kämpfen. Eigentlich kann ja sehen, wie Roger kämpfen, ne? Ja, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich das Beste im Wald. Oh, was ist denn das? Und was ist das? Ein Marco-Brunnen. Das ist ein Wunder der Natur. Was ist das schön? Wenn der Marco sagt, so weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Marco-Energie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materie benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldat und weißt es nicht einmal. Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist der Materie enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwert Zauberkräfte darauf, zumindest wird es behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Hohoho. Hab ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagt mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Alter. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hoyo von Shinrai. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Marco-Brunnen, was also das Wissen des alten Volkes? So viel zum Lesen. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, ich bin aber müde, ey. Oh, noch mehr lesen. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tiefer warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Autorisierte Leute dürfen rein. Hier lange die Filmgeheimnisse von Shinra. Aber. Pass auf die Lady auf. Mann. Tja, Mariona, ich verliere bei dir ständig auch. Das wäre jetzt nur Gerechtigkeit, würde ich sagen. Dann pass lieber gut auf mich auf. Auch Vajona. Das ist ja auch blöd.
Das ist ja auch blöd. Funktionsstörung, dieser Teil ist kaputt. Cloud, schließ das Ventil. Ins Ventil! Ja, Variona, ich jetzt verstehe ich Hoyo. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie so kondensiert? Oh ja, sie wird zur Materie. Ja, normalerweise, aber Hoyo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Was ist das? Ja, was ist das? Das frage ich mich auch. Hast du Daten mit Marco übergossen? Ihr seid anders. Aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel, viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hoyo von Shinra hat diese Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normaler Soldat? Heißt das, du bist anders? Hey, Sephiroth? Nein. Wurde ich. Jetzt wieder sauer. So gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sicher? Ich will auch so viele, sie kriegen es nicht. Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Alter, wie sieht der denn aus? Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra. Je mehr ich darüber